Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Child of Light. Wir sind in der letzten Episode ein bisschen durch geheime Türen gegangen und schauen uns jetzt mal an, was hier sich so verbirgt. Okay. Defense Stardust bekommen. Scheinend ist hier alles so ein bisschen in diesen Nischen versteckt. Saphire bekommen. Okay. Ich bin's gespannt, also. Oh, Rubine. Ich glaube, hier können wir auch noch rechts noch. Und einmal schauen, was in der Truhe drin ist. Heiltonik. Emeralds. Komme ich jetzt hier unten durch? Okay, da muss ich dann wohl erst von unten den Schalter bedienen. Da ist noch eine Tür. Ich will aber erst durch die Tür durchgehen, wenn ich wirklich muss, ne, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt. Ein Defense-Elixier. Wollen wir natürlich auch noch ficken, die Gute. Ey, die sind ja auch wieder so hart drauf, die beiden. Das nervt natürlich immer so ein bisschen. Wenn die so ein Stardust, ne, in die Fresse bekommen. 68 Schaden ist jetzt nicht so viel, ne? Aber der Monsun haut gut rein. Müssen wir mal gucken, ob man nicht vielleicht jetzt dann bei Gelegenheit mal so weit kommt, dass man den Monsun auch dann eben auf auf alle casten kann. Ach, die ist jetzt schon tot, okay. Ja, dodgt die das auch einfach. Ja, das ist jetzt unfreundlich. Du Liese. Ja. Blaue Elise. Kennen wir alle. Auch aus unserer Kindheit. Ach, die eine Physical Counter-Attack, die Schlampe, ey. Das ist auch nicht nett. Ja, das hat sie ganz gut in die, in ihre Realität zurückgefickt. Oh, da ist eine Notiz. Ist hier schön. Confession Nummer 2. Erstmal skillen wir die Nora jetzt weiter. Quicken All. Okay, und hier kommen wir jetzt, diese Richtung weiter. Das ist natürlich auch nicht schlecht, dieses Unstoppable. Ja, dafür benutzen wir sie aber zu selten. Wir haben noch ein Dings, wo wir hier craften können. So. Können wir jetzt hier 3 davon casten. Craften. Können wir hier nochmal 3 craften. Dann haben wir hier von 2. Haben wir noch irgendjemanden, der so einen großen hat? Sie hat so einen großen. Nice. Können wir nochmal einen großen, einen größeren craften. Können wir den direkt mitgeben. Und den Saphir müssen wir dann, weiß nicht. Wir haben ja mittlerweile extrem viel davon, ne? Müssen mal gucken, dass wir bei Gelegenheit vielleicht mal wieder einen Diamanten craften können. Okay, hier komme ich echt nicht mehr durch, muss ich wieder in die andere Richtung. Whee! Ich vergesse auch andauernd, dass ich den hier kann. Weil da unten ist auch eine Tür. Weiß nicht, will ich durch die Tür gehen? Will ich erst nach rechts gehen? Komm, wir gehen erstmal nach rechts. Gucken erstmal, wo es dann hier hingeht. Okay. Brauchen wir eine Kiste. Gut. Sieht doch nach einem schönen Rätsel aus. Ist noch eine Kiste mit einem Lall-Elixier und das Rätsel gelöst. Aber wir haben auch vergessen, dass wir noch eine Notiz haben, eine Confession, die Nummer 2. Haben wir die gelesen? Wir haben die beiden noch nicht gelesen, oder? 2 nicht und die, ist das 6, 7, 8? Ne, haben wir auch noch nicht gelesen. Our bodies cut like a dragon flies the air, dividing, parceling the winds for later
to unwrap carefully on the stair. Unsere Körper schneiden die Luft wie Libellen. Sie trennen. Die, den Wind für später aufheben. Und dann sorgfältig unter der Treppe auspacken. Das klingt irgendwie merkwürdig. Like bark or skins, those fires blinding blue flare. Earthquakes or bones shake at the equator. Arced light from the sky dances in our hair. Die Rinde. Okay, das ist schwierig. Die Rinde hält unsere Haut die blendende blaue Flamme des Feuers. Erdbeben. Ja, rütteln unsere Knochen an deren Äquator. Ja, Arc Light from the Sky. Das ist halt so ein bisschen so, ja, blitzmäßig, ne? Also Blitze tanzen in unseren Haaren. Kann man das, glaube ich, übersetzen. Gifts all hidden beneath surface willpower. Raging rivers subterranean pure. Water tapped before the explorer's tower. By wild ones keepers of magic power. Geschenke sind alle versteckt unter der Oberfläche der Willenskraft. Ja. Stark fließende Flüsse unterirdisch. Pur. Wasser tappt. Auch schwierig. Wasser angegraben vor dem Turm der Entdecker. Nur durch wilde Hüter der magischen Kraft. Das ist, also wirklich, das Problem an diesen ganzen Dingern ist, das ist sehr, sehr lyrisch, sehr, sehr poetisch geschrieben. Und das kann man halt eigentlich nicht so wirklich übersetzen. Also nicht wörtlich. Und na, schwierig, schwierig. They alone divined the deep source obscure. Their grasp taught Lemuria to flower. Sie alleine fanden die tiefe Quelle, die versteckte. Ihr Griff brachte Lemuria zum Blühen. Yet instead of giving, we built cages and bury truth, hide our world from the ages. Ja, anstelle, dass wir geben, bauen wir Käfige und vergraben die Wahrheit und verstecken das Alter unserer Welt. So, ich glaube, das war das, was wir noch nicht gelesen haben, ne? Smoke boils black, fire slides on twin slicks of ice. Through cities hot, ideas dance in the bars at night. Oculi unheard of, forgotten light. Invention shapes an engine, dream device. Ja, Rauch kocht schwarz. Feuer, ja, slides, rutscht auf Zwillings Flächen von Eis. Durch heiße Städte, Ideen tanzen in den Bars der Nacht. Oculi, ungehörte Oculi, vergessenes Licht. Erfindung baut eine Maschine, das Traumgerät. London's Exhibition Halls visited thrice. The salons of Paris, lit with paintings bright. Munich makes music of transcendent might. These wonders of Europe more than entice. Die Ausstellungshallen von London dreifach besucht. Die Salons in Paris mit wunderschönen Gemälden beleuchtet. München macht wunderbare und schöne Musik. Diese Wunder von Europa sind mehr als nur ja, sehenswert. But between glimmering bulbs most wonder lost. The men here come and go, cloaks tight in distrust. The women tie their throats shut, on their only coast. One wears red, one blue, in flocks split they rust. Aber zwischen den scheinenden, wie heißt das Ding auf Deutsch, verdammt, Bulbs, Lightbulb, Glühbirne,
wandern die meisten verloren. Die Männer hier kommen und gehen. Die Mäntel eng angelegt in Misstrauen. Die Frauen, ja, Tie their throat shut, das ist so eine metaphermäßig für die halten die Fresse. Alle kennen nur die Kosten, also alle gehen mehr oder minder, denen ist Geld halt wichtig. Ja, kann man so übersetzen. Einer trägt rot, ein anderer blau. In größeren Mengen aufgeteilt, rosten sie. Only the few whose gaze burn clear of frost, I will with Lemuria's secrets trust. Nur die wenigen, deren Blick frei den Frost, werde ich Lemurias Geheimnis anvertrauen. Meine Güte ist das. Also es ist wirklich, wie ihr seht, ist es nicht so einfach, ne? Potent Magic Potion. Ist natürlich alles sehr, sehr schön. Oh, 3 Tumbled. Das ist natürlich extremst geil. Hatte ich da nicht schon einen von? Muss mal gucken. Nee, von dem Großen hatte ich noch keinen. Schade. Aber hinten war ja noch eine Tür, durch die wir gehen wollten. Also ich hoffe mal, dass ihr mit den Übersetzungen von mir zufrieden seid. Es ist nicht so einfach, das wirklich ohne Dictionary und so on the spot zu machen. Und manchmal fehlen mir auch die richtigen Wörter dafür. Also ich verstehe, was die sagen, aber mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein. Tumbled Ruby, das reicht das? Ich habe nur einen davon noch, ne? Nur einen davon? Ja, nur einen davon. Das ist schade. Das ist schade, aber ich könnte, glaube ich, auch mal meiner Bella jetzt ein bisschen was anderes equippen. Die hat ja immer noch so einen normalen Emerald liegen. Nehmen wir mal den großen hier, das Feuerding. Und was ich noch machen wollte, ist bei ihr, die hat dann noch so einen normalen Citrin hängen. Können wir auch mal was Größeres hinsetzen. Wir könnten auch nochmal hier jetzt so einen craften. Können wir hier eigentlich jetzt auch so einen größeren Citrin? Wir können einen Amethyst draus machen, einen größeren. Haben wir denn noch jemanden, der einen größeren Amethyst hat? Ja, haben wir. Wir einen facetteten Amethyst bauen. Und dann kriegt sie hier ihre Feuerresistenz. Und sie kriegt den Amethyst. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, kann man nicht sagen. Wie habe ich denn den Citrin nochmal gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr. So. Kann ich dann mit dem Citrin hier noch irgendwas bauen? Nee. Gut, dann gucken wir nochmal schnell durch. Noch irgendwas bauen können. Nee. Sieht nicht so aus. Alles klar. Dann können wir das, glaube ich, wieder abmachen. Wir haben diese wunderbaren Dungeon erkundet. Also das finde ich echt schön, so einen versteckten Mini-Dungeon hier reinzusetzen. Muss ich schon sagen. Wenn ich da nicht mich dran erinnert hätte, dann hätten wir den übersehen. Und das ist ja doch irgendwie schade. Also, wir hätten ihn nicht übersehen, aber wir hätten ihn wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Oh, da hinten ist noch irgendwas. Was ist denn da hinten überhaupt? Aua. Wie komme ich denn da hin? Ist von oben irgendwie rein? Ist das schon gemacht? Die Tür ist verschlossen. Huh. Komme ich da von der anderen Seite? Muss da irgendwie durch? Mal gleich mal gucken. So, also von hier auf jeden Fall nicht. Kann ich da irgendwie vielleicht hier hoch? Oder ist die auch zu? Sie ist auch zu. Okay, vielleicht noch weiter hoch? Kann ich irgendwie rechts rein? Auch das nicht. Ist vielleicht von der anderen Seite irgendwie da rein? Ja, das ist, glaube ich, auch egal. Wir wollten noch mit den Giganten sprechen. So, hier sind wir wieder falsch. Darunter kann ich eigentlich auch Magie wirken jetzt außerhalb vom Kampf? Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Okay,
Okay, das heißt, wir müssten im Kampf Rubella mal wieder einwechseln. Jetzt hier richtig? Ich hab ihn schon wieder verlaufen, ey, scheiße. Mann! Autsch. Hier geht's raus. So. Ist denn da eigentlich noch irgendwas? Nee, glaub nicht. Gut, dann können wir jetzt endlich mal zu dem gigantischen Schädel hinten laufen. Boah, ist aber ganz schön weit weg, der Typ. Na du, Bro. So. Okay, soll ich mit dem sprechen? Kann ich nicht. Ah, hier geht's. Hier geht's hoch. Oben geht's weiter. I spy a town past this peak. They will know the route we seek. Das ist schön. Of Mice and Magna. Ja, von Of Mice and Man heißt ja das Buch, ne? Also von Mäusen und Menschen. Auch sehr schön. Oh, eine Maus! Hallo, Sir. Wie geht es Ihnen heute? Warum? Es geht mir sehr gut. Sind Sie nur am auf Reisen, also am Durchkommen? Ja, könnte man so sagen. Was, what sort of instruction do you do? Womit verdienen Sie Ihr Lebensunterhalt? Scheiße. Ich unterrichte den Populus in neuerem Handeln. Oh. Kann ich vielleicht auch dabei sitzen? Du oder ihr? Ich fürchte, eine solche Instruktion wäre Verschwendung. An jemandem ohne die Ohren, die Nase oder den Schwanz für so etwas. Er hat Schwanz gesagt. Aber ich würde so gerne dabei sein. Die Klasse ist voll. Flieg weg an diesen Flügeln. Sir, ich sage euch, ich werde Ihnen zeigen, dass ich die Geheimnisse des Handelns kenne. Gebt mir ein Ziel. Ha! Keine Zähne, um den Deal festzuhalten. Kein Geruch für den Markt. Okay. Tu das Unmögliche. Ohne irgendwelche Wünsche, Okuli oder Zauber. Nimm diese Äpfel und handle mit Populi und Kapili. Ja, verwandle sie in Gold. Ich erwarte nicht, dass ihr Dazzle lange braucht. Ihr seid keine Populi. Und nun verschwindet. Skedaddle. Skedaddle. Okay. So lange jetzt über mich reden muss. In den News überhaupt rot. The world is still under assault. Okay. An eye to the currency rates today. Do not tell me the rates are floating away. Nee, der ist im Hintergrund. Der ist auch im Hintergrund, mit dem kann ich reden. Forget this rat race, this trading zoo. It's the fairest, Margaret, I wish to woo. Okay. Der will nageln. Was will er? Commodities are dropping wide. Quick! Catch the commodities before they slide. Und ein Häuschen. Hallo da. Wir können das auch machen. Would you draw near? Rough Emerald haben wir bekommen. Oh, hier unten ist noch was. Oh, da ist eine Tür. Vielleicht soll ich erst mit dem reden. Wahrscheinlich will er, dass ich da unten reingehe. So Rollenspielmäßig. Ich entschuldige mich, wenn ich euch störe. Aber ich brauche Hilfe. Hört mir zu. Ist das ein Drache? Hat es deine Kinder gefressen? Ich
Ich kenne es, es ist ein Greif. Nein, nein, nichts so teures wie das. Ich habe dieses Haus gerade gekauft, wie ihr seht. Ich wollte es von oben bis unten säubern. Aber ein paar kleine Kreaturen im Keller widersetzen sich mir. Wenn ihr sie heraustreiben könntet, einem Gentleman helfen könntet, es wird euch ja nicht leid tun. Die Tür ist nun offen, geht nun direkt hindurch. Okay. Das sieht irgendwie cool aus. Hui! Sieht irgendwie wirklich sehr cool aus. Aber was sich nun im Keller letztendlich verbirgt, außer der Lava, die ihr gerade gesehen habt, sehen wir jetzt erst in der nächsten Episode, denn wir sind wieder mal am Ende angekommen. Von daher macht's gut. Bis dann. Tschüss!